So, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Let's Test Folge. Hier im Train Simulator, jetzt Train Simulator 2022, hier auf meinem Kanal. Und gestern, den 30. September 2021, ist wieder was ganz Neues erschienen auf Steam. Und zwar ist jetzt endlich die neue Strecke Karlsruhe-Straßburg draußen. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir direkt mal. Pause-Taste weg. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Können wir schon mal F3 anmachen. Ja, und jetzt sieht's richtig, wir fahren mit dem ICE3. Der wird auch der wird auch bei der Strecke mitgeliefert. Aber wie ihr seht, hat er einen ganz anderen Führerstand jetzt. Und der Führerstand sieht jetzt viel geiler aus als vorher. Also ich bin froh, dass DDG jetzt endlich auch einen richtigen Führerstand für den ICE3 gemacht hat. AFB. AFB. Weil bei den anderen beiden Versionen, was wir bis jetzt für den Train Simulator hatten, sah der Führerstand nicht so gut aus. Aber jetzt haben wir endlich einen guten Führerstand für den ICE3 hier im Train Simulator. Ja, von außen wurde nichts verändert, ist der immer noch der alte, aber von außen fand ich ihn eigentlich auch immer ganz gut. Das Einzige, was mich immer gestört hat, war der Führerstand und der Sound. Ja, aber es gab dann auch einen Soundmod von Linus F für den ICE3. Dann sage ich mal, fahren wir mal ab. So. Und wir fahren bis Baden-Baden. Da wohne ich auch. Und dann würden wir uns auch noch Baden-Baden anschauen, wie Baden-Baden so gemacht wurde. Genau. Und wie ihr hören könnt, der Sound hat sich überhaupt nicht verbessert. Ist immer noch diese scheiß Standard DDG ICE3 Sound. Aber man kann den Soundmod natürlich auch übertragen, das geht. Aber wegen der Testaufnahme habe ich jetzt den Soundmod nicht übertragen. Aber das mache ich später. Und mitgeliefert wird auf diese Route DC3, die wir ja jetzt fahren. Und ein IC2 ist hier auch noch mit dabei. Und dann wird hier auch noch ein BR101 mitgeliefert, mit IC-Wagen. 146.2 mit Dostos. Und 186 wird hier mitgeliefert. So, können wir die AFB schon auf volle Pulle machen. Wir sind in den LTB. So, jetzt gleich können wir 250 fahren.
So, wir fahren jetzt bei Appenweier vorbei. Ach so, und was auch noch verändert wurde hier bei dem IC3 ist der Fahrgastraum wurde auch verändert, aber das kann man jetzt hier leider nicht sehen, weil es hier ganz dunkel ist. Deswegen, ah doch, jetzt sieht man ein bisschen. Ja. Wurde auf jeden Fall auch ein bisschen verändert. Noch 29 Kilometer, ja, von Offenburg bis Baden-Baden mit dem ICE ist, geht auch sehr schnell. Dauert nur so 16 Minuten. Ja, 15 Minuten so. Noch in die C3, servus. So, jetzt werden wir runtergebremst auf 100 km/h richtig stark, wie bei dem von Mannheim Karlsruhe, also furchtbar. Und hier kommt jetzt ein TGV Duplex vorbeigefahren, wahrscheinlich auf dem Weg nach Straßburg. Ja, fährt eigentlich nur in Richtung Straßburg, weil ich glaube in Richtung Basel fährt er ja nicht, ne? So, noch 18 Kilometer, dann sind wir schon in Baden-Baden. Jetzt geht es wieder hoch auf 250. Und sobald ein Szenario für diese Route veröffentlicht wird, würde ich es natürlich dann auch sofort aufnehmen.
Der Malte Jensen ist ja schon dabei, den Szenario ICE 370 nach Berlin Ostbahnhof war das, glaube ich, ne? Hatte ja für Freiburg Basel ja ein Szenario gemacht, ne? Und er ist ja dabei, jetzt noch einen zweiten Teil zu erstellen für diese Route jetzt. Und wenn das Szenario draußen ist, würde ich es dann natürlich auch aufnehmen. Aber werden bestimmt dann auch sehr viele schöne Szenarien für diese Route kommen. Da bin ich mir schon sicher. Ich glaube, wir sind schon bei Bühlbaden vorbei, ne? Ja, wir sind schon bei Bühl vorbeigefahren, ne? Ja. Noch ein IC3. Ich bin froh, dass es endlich Baden-Baden für den TS gibt, weil ich habe schon seit Jahren drauf gewartet, bis endlich mal Baden-Baden für den TS kommt, aber nun gibt's sie endlich. Mein Traum ist wahr geworden. So, wir fahren jetzt bei Sinsheim vorbei. Wir kommen ICE 2. Servus. LZB Ende schon? Oder so noch nicht? Hä? Wieso werde ich jetzt... Habe ich jetzt eine Zwangsbremsung? Wieso? Keine Ahnung. So, Richtungswende nach vorne und Busch. Wunderbar. Und da sehen wir schon Baden-Baden in der Hut. Ja.
Da fährt noch ein ICE 3 raus. Wahrscheinlich gerade von Baden-Baden abgefahren. So, dann fangen wir jetzt auch schon an zu bremsen. Und hier in Baden-Baden angekommen. Und wir schauen uns jetzt gleich den Bahnhof nochmal genauer an. So, da sind wir hier angekommen und ja, machen wir hier noch ein schönes Thumbnail. Drücke ich kurz mal Pause, dann gucken wir uns den Bahnhof etwas genauer an. Also insgesamt finde ich den Bahnhof schon ganz gut gemacht von DDG, also sieht sehr gut aus. Gleis 7 wurde auch sehr schön gemacht, muss ich sagen. Hier ist der Wiedererkennungswert auf jeden Fall sehr hoch. Aber der Bushaltestelle sieht in der Realität ganz anders aus. Ja. Aber hoffentlich wird es dann bei einem Streckenupgrade oder so dann behoben. Ja. So, das war's dann auch schon mit diesem Let's-Test-Video. Dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Und damit ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Adriano LP.